Sandattacke. Erfahrungspunkte, taubt die Level. Was ist jetzt Level 8? Okay. Ich muss ins Pokémon Center. Oh, der hat ein Fahrrad, dieses Arschloch. Wieso haben die denn schon ein Fahrrad? Ich verarsche nicht hier alle nach Strich und fahren. Nein, ich will nicht, dass meine Pokémon heilt. Ich komme nur so zum Quatschen. Ich habe Kaffee mitgenommen und Kuchen. So, geh mal nach rechts. Ich renne. Ich weiß nicht, ob die Trainer einen hier noch nicht automatisch angegriffen haben oder ob der das rausgenommen hat. Ich darf nicht raus. Nach rechts? Ja, weil jetzt kommt dieser Typ, der mir die Stadt zeigen will. Und ich komme. Ach ja, oh. Stimmt, das war diese Pseudo-Limitierung. Oh. Willst du einen Ratzfratz haben von mir? Das ist zumindest ein Kampf-Pokémon. You got the right stuff, go take on Brock. Danke, dass du mich hier hingebracht hast. Du Wichs-Arschloch. Ah, das Taub, sie tötet mich. Das Taub, sie hat mich vernichtet. Oh, scheiße. Jetzt geht diese Musik nicht weg. Ah! Museum? Was soll ich in einem Museum? Ich will hier weg, so. So, schnell mein Glumanda verstecken. Nein, das war. So. Ah, super, tot. Ich hab ein Pikachu. Ich gehe in die Büsche nur aus Spaß. Dö, dö, dö. Pikachu. Dö, 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 dö. Pikachu. So, super. Taubst Level 9. Ein anderer macht das auch so. Was? Ein anderer hat auch ein Pikachu draußen. Bestimmt auch, weil er sich schämt. Das kann auch sein. You're mean. Oh, 144. Ich hab eine neue Fähigkeit. Gast. Das macht Schaden. Und? Welche Schadensart? Wind. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Ja. Glaube ich. Doch auch. Dann mache ich meinen Tops noch auf Level 10 und dann. Stirbst du. Sterbe ich eine Runde. So, ich kann dir sonst auch meinen Taubsi Level 10 zumindest leihen. Das geht ja auch noch. Achso, Level 2. Das ist ja möglich. Kann er auch diese Fliegenattacke? Wann hat sie das gelernt? Nee, eben gerade. Ich meine, auf welchem Level hast du denn das Taubsi bekommen? 9. Also meinst du es jetzt Level 9? Ja, war schon immer Level 9? Ja, nee, hat's auch. Gast. Hat's gerade gelernt, dann wohl. Es geht, glaube ich, danach, wie viel Level du mit dem Pokémon gemacht hast. Nee, die lernen eigentlich immer an einem festen Level. Echt? Ja. Das war das Problem, deswegen haben sich immer Leute aufgeregt, wenn sie einen Level 30 Pikachu gefangen haben. Nee, ich kann ja gar nicht mehr. Es gab ja auch teilweise Sinn, ich glaube, wenn du dein Pokémon später entwickelt hast, dann hat es früher die Attacken gelernt. Das war ja immer auch noch so ein taktischer Aspekt. Und wenn man zum Beispiel einen Fukano zu Makani gemacht hat, dann hat das zwar für jedes Level ab mehr Stärke bekommen, aber konnte keine Attacken mehr lernen. Ja. Und die stärkste Attacke lernst mit Level 50 oder so. Dann musstest du immer, hau ich mein TM dafür raus. Oder nicht. Ja. Das mache ich jetzt. Alles im Arsch. Ah. Super effective. Sehr gut. Taubsi. Taubsi Power. Will mir endlich mein Pokémon hier Spitznamen geben? Nein. Ah, merkt ja schon. Gibt's nicht. Gibt bestimmt mal einen Computer oder so einen Scheiß. So, getötet. Vernichtet. Kopf abgerissen. Scheiß. Ding. Überall Blut. Ja, das muss eigentlich, das muss ganz schön brutal gewesen sein. Diese Büsche hier. Das muss alles 500 rot ertränkt sein. Ein Schlachtfeld. Überall Taubsis mit halben Köpfen. So, zack. Super effective. Hui. Taubsi mit einer Flugattacke angreifen. Ja, das ergibt Sinn. Ja, die intelligent haben die echt nie gespielt. Ja. So, kommt schon, Pokémon, ich brauch Pokémon. Noch ein Taubsi. Pikachu, that's enough! Du hast ein Pikachu? Klar. Ich gefunden. Mit halb angerissenen Kopf, Angst davor.
Pokémon Center. Ich hab einfach einen Stock reingesteckt und dann ging's wieder. Eigentlich jetzt aber so. Zieh hinten an der Schnur Pikachu! Artrade Pichachu? Was? Nee. Artrade Pichaku. Das hat er aber falsch geschrieben. Wer möchte ein Pikachu tauschen? Ja. Sehe ich das richtig? Ah. Was soll ich damit? Weiß ich nicht. Kannst angucken. Warum nachher gibt er mir so Level 30 Pokémon, das noch nicht auf mich hört und sich die ganze Zeit selbst schlägt. Was ich mich mal gefragt habe, ich fand es ja sinnvoll, dass die Pokémons noch nicht auf einen gehört haben, aber warum schlagen die sich selbst? Ja, anstatt dich. Ja. Pokémon hat dich gefressen, so ein Onix. Ich zack, Kopf ab. Nein, stattdessen, so mein Taubsi ist glaube ich Level 10. Man seid Level 11. Willst man es trotzdem haben für den Notfall? Ja, von mir aus. Ich bin der mit dem Pikachu. ja. Bist du vor der Trainer-Dings oder was? Warte, ich gehe jetzt gleich zu Rocco. Rocco's modernes Leben. Oh, ich komme nicht weg. Ich werde für ewig in diesen Büschen festbleiben. Ein Taubsi stirbt. Kann es sein, dass mein Taubsi nicht mehr auf mich hört? Wieso? Das Level 11 ist. Nein, eigentlich nicht. Es ist tot. Los, Glumanda, das einzige Pokémon, das auf mich hört. Die mit den Fahrrädern sind echt schnell unterwegs. Mhm. Meine Güte, wo bleibst du? Ja, ich muss nochmal kurz Pokémon. Das heißt, ich habe mein Taubsi ganz umsonst hochgelevelt. Wieso das denn? Ja, weil ich es nicht mehr kontrollieren kann. Das glaube ich nicht. Man kann es doch mit Level kontrollieren. Ja, warum hast du jetzt zweimal nicht meine Attacke ausgeführt? Weiß ich doch nicht. Vielleicht ist das dumm. Hallo. Ah, schön. Nein, so. Danke. Mein Pikachu ist nichts wert, insofern. So. Wow. Wehe, das kommt kaputt zurück. Nein. Oder wehe, es kommt überhaupt nicht zurück. Ey. Ein Team. War ja was. Was denn jetzt schon wieder? Naja, was mache ich, wenn die Party voll ist? Achso. Nee, du hast das gar nicht gekriegt, okay. Ja, aber ist ja wurscht. So oder so muss ich hier hin. Ja, komm ins Pokémon Center, erstes Stockwerk. Computer. Blibli. Guck nicht so doof. Trade. Du, deine Knopfaugen. I have special eyes. Oh, schön. Ja. Trade confirm. Das kann lange dauern, bis wir alle. So, warte mal, was? Ich hab ein Taubsi. Taubsi? Ich hab drei Taubsis? Wieso hast du denn drei? Wieso hab ich denn drei Taubsis? Bug? Ach nee, ich hab eins gefangen gehabt, aus irgendwelchen Gründen. Oh Gott. Du bist der Taubsi-Mann. Du wärst so ein Typ wie diese Pokémon-Trainer, die einfach nur ein Pokémon haben, das sechsmal und dann denken, ha ha ha. Du hast keine Chance. Dann hast du gegenüber ein Pikachu, was dir einfach allen nach dem anderen abbrät. Das hat nicht funktioniert, aber hier ist mein Taubsi. Kämpf. Das geht so in die Hose. Ich laufe hier am Bildrand für deine Motivation umher. All my Pokémons are rock hard. Oh Gott, der hat auch nur zwei Pokémon. Na, wie läuft's? It's not very effective! Oh Gott, nein, er macht Defense Rolls!
Pidgey is loafing around. Pidgey used tackle. It's not very effective. It's super effective. Das war ein Scheißplan, Nico. Vermutlich. Vielleicht solltest du doch dein Raupi aufziehen. Oh Gott. Nein, das Raupi bringt's doch auch nicht. Oder wieso? Das hat Pflanzenattacken. Ja, also Poison bringt einen Scheiß. Ja, aber hat Pflanzenattacken. Und Bug bringt auch einen Scheiß, glaube ich. Ach ja, stimmt, es gibt ja noch. Naja, nee, der Typ war Käfer. Attackenkäfer gibt's nicht. Doch? Es gibt Attackenkäfer? Natürlich, Käferattacken. Von Käfern. You know? Käferattacken, du weißt, ich bin Käfer. In der Serie hat doch Pikachu auch alles alleine gemacht. Ja, das klappt ja nicht so gut. So, wie läuft's denn? Ja, grad mal. Du gewinnst. Ich bin hier voll am Führen. Ist auch voll nett, dass man nicht flüchten kann. Nein, ich mach dich tot. Ja. Meine Pokémon sind stark verletzt. Ich muss zum Center. Nein, muss du nicht. Kopf ab. Das ist immer ein Pokémon. Vielleicht sollte ich mal jemand fragen, der hier rumläuft. Excuse me. Ich mache es einfach ganz oft Brüller, bis er nicht mehr angreifen kann. Oh Gott, Pikachu, nein! Los, Blumanda! Du absolut nutzloses Pokémon gegen diese Steinviecher. Scratch! It's not very effective. Die Vergiftung bringt aktuell mehr als alles, was ich versuche. Vielleicht soll das der Plan sein. Einfach nur durchhalten. Ich merke das schon. Solange er seinen Mudsport macht, ist ja alles okay. Ich weiß ja nicht, was das bedeutet, aber... Pokéball kostet 200, ey. Nein, nicht Rock Throw! It's super effective. Was? Also das erste ist tot. Geil. Wie viel hast du noch? So gut wie alle tot. Da immerhin. Los, Weedle! Die Technik nochmal! Jetzt kommt Onyx. Onyx! Platt! Platt ist der Attacke. Käfer. Defense. Sharply fell. Mhm. So, okay. Weedle Deedle. Du musst nur einmal dein Poison schaffen. Hat nicht funktioniert. Weedle ist tot. Das ist doch scheiße. Hat nicht funktioniert. Ich stelle mir das alles so in der Serie gerade vor. Los, Ash, benutzt dein Hornli. Hat nicht funktioniert. Hornli ist tot. It's not very effective. Das, wenn so. Warum ist eigentlich der Pokémon-Trainer als erstes dran, bei dem selbst die normalen Attacken nicht sehr effektiv sind? Ja, das ist echt fies, ich weiß. Oh, Defensive. Runter von mir. Schön. Als wenn es nötig wäre, weißt du? It's super effective. Tschüss, Taubsi! So, jetzt habe ich nochmal Level 5 Taubsi hier. Kämpf! Los! Du schaffst es gegen Level 14 Onix. Ich glaube an dich, Taubsi! Und tot. Oh, tot! Bevor es den ersten Angriff machen konnte. Ach, ich habe noch meinen Glumanda mit 14 AP. Ja, schade. Los, mal Feuer! Nein, Glumanda! Aber eigentlich kann schon gut schaden dafür, dass er nichts kann. Vielleicht solltest du einfach nur Tränke kaufen. Womöglich, aber kein Geld. Stimmt, Geld bekommt man erst, wenn man den Trainer besiegt hat. Nein, Glumanda hätte es noch schaffen können, aber er hat dann doch noch Rock Throw gemacht, was Stein ist und Stein gegen Feuer funktioniert. Hallo, Nico. Soll ich dir. Pass auf, was sind denn deine anderen Pokémon so von Level? Ich leih dir einfach alles, was höher ist. Ja, was hast du denn?
trainieren für den Sieg. Unendlich viele Tage schon. Hier ist mein Plan, wir laufen rüber.